vollendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern: Ihr wisset, dass nach 10 Tagen Ostern wird und des Menschen Sohn wird überantwortet werden. Das ihr gekreuzigt werden. Oh,
Zwölfen einer mit Namen Judas Iskariot zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von dem an suchte er Gelegenheit, dass er ihn verriete.
Gehet hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm. Der Meister lässt dir sagen, and that's
zu ihm. Wenn sie auch alle sich an dir ärgerten, so will ich doch mich nimmer mehr ärgern. Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Peter sprach zu ihm: Und wenn ich mit dir sterben müsste, so will ich dich nicht verleugnen. Desgleichen sagten auch alle Jünger. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Hofe, der hieß Gethsemane, und sprach zu seinen Jüngern: Thank you.
nicht möglich, dass dieser Kelch von mir ginge. Ich trinke ihn denn, so mit Schwertern und mit Stangen,
und an hohen Priester und Ältesten des Volkes. Der Verräter hat ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, welchen ich küssen werde, der ist, den greifet. Und alsbald trat er zu Jesum und sprach, Jesus und griffen ihn.
denen, die mit Jesu waren, reckte die Hand aus und schlug des hohen Priesters Knecht und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm: Stärke dein Schwert am seinen Ort, denn er das Schwert nimmt, er soll durch Schwert umkommen. Oder meines Gut, dass ich dich könnte meinen Vater bitten, dass er mir zu schicken wär, denn 12 Legionen einen. Ich würde aber die Schrift erfüllen, sprach Jesus zu den Scharen: Ihr seid ausgegangen als zu einem Mörder, mit Schwertern und mit Stangen mich zu fangen. Bin ich doch ist alles geschehen.
Jesum gegriffen hatten, führten ihn zu dem hohen Priester Kaiphas. Dahin die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammelt hatten. Die hohen Priester aber und Ältesten und der ganze Rat sucht ein falsches Zeugnis wider Jesum, auf das sie ihn töteten und fanden keines. Und der hohe Priester stand auf und sprach zu ihm: Antwortest du nicht zu dem, dass diese wider dich zeugen? Was dürfen wir weiter Zeugnis
siehe, jetzt habt ihr seine Gotteslästerung gehört. Was dünket euch? Sie antworteten und sprachen: Ist das noch was? Verbluffen und zu schwören.
Thank you.
morgens aber hielten alle hohen Priester und die Ältesten des Volks einen Rat über Jesus, dass sie ihn töteten und banden ihn, führten ihn hin und überrannt morteten in dem Landpfleger Pontio Pilato. Auf das Fest aber hatte der Landpfleger Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Er hatte aber zu der Zeit einen Gefangenen, einen sonderlichen verandert, der hieß Barabbas. Aber die hohen Priester und die Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten sollten und Jesus umbrechten. Antwortete nun der Landpfleger und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr unter diesen Zweien, den ich euch soll losgeben? Sie sprachen: Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn machen mit Jesu, von dem gesagt wird, er sei Christus? Sie sprachen alle: Was hat er denn Übles getan?
und wusch die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten, sehet ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach: Sein Blut des Landpflegers Jesu zu sich in das Rindhaus und sammelten über ihn die ganze Schar und zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie auf sein Haupt und ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die Knie vor ihm und stotterten ihn und sprachen: Thank you.
den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider ab und führten ihn hin, dass sie ihn Yeah!
Sie aber, die da standen, dass sie das hörten, sprachen sie. Wir hören sie nicht etwas. Als die Feiner unter ihnen nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und tränkte ihn. Die anderen aber sprachen,
bei ihm waren und bewahrten Jesu, da sie sahen, dass er eben und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen: in einen Filzhauern und wälzte ein